Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe, der Teilzeit World of Warship Spieler und das ist die Gneisenau. Viel Glück! Ja. Das sagen wir auch nochmal. Viel Erfolg! Glück und Ruhm, Gewasser! Herzlichen Dank! Kampfflugzeuge leisten Unterstützung während Verladung und Evakuierung der Transportschiffe. Kennt ihr das? Kriegsschiffkapitäne, säubern Sie die direkteste Route für die Flugzeuge in den angegebenen Sektor. Genau, das ist ein Szenario, das ich schon mal gespielt habe. Die letzte Grenze. Und ja, wir müssen jetzt hier natürlich die Verteidigungsposten hier am besten. Das ist zwar eine Nebenaufgabe, aber die muss am besten heile bleiben. 45 von 50 Flugzeuge müssen da in den Hafen kommen. Und ja, die Transportflugzeuge müssen auch kommen. Dann müssen wir den ganzen Hafen beschützen vor Feinden. Dann noch am besten einen Flugzeugträger zerstören. Kurze Rede, lange Rede, kurzer Sinn. Wir hatten dieses Szenario schon mal. Die Szenarien wiederholen sich immer wieder. Zum Teil finde ich es schade, zum Teil, dass es keine neuen kommen. Vielleicht dauert das auch eher. Aber zum Teil ist es auch gut, weil wir hatten es letztes Mal nicht geschafft. So, ich hoffe mal diesmal, dass wir das schaffen. Und darum wollte ich dieses Video mal machen, weil wir werden das jetzt schaffen. Weil sonst lade ich das gar nicht hoch. So, wir haben eine Scharnhorst. Das ist eigentlich nichts anderes, glaube ich, als ein Gneisenau. Vielleicht ein bisschen anders, aber sonst würde ich sagen, das Gleiche. Vielleicht ein bisschen anders, ein bisschen stärker hier, ein bisschen da, weil es ja ein Premium-Schiff ist. So. Da haben wir was. 18 Kilometer. Ne, 17,8. Machen wir mal Tuck in die Richtung, damit wir rankommen. Auf der Richtung kommen hier gleich, ich glaube, 1, 2, 3 Kreuzer. WTF, he's going. What? Ich nicht, okay. Aha. Da brennt schon was. Wobei ich glaube, 10 war gerade zu kurz eingestellt. Und wir kriegen keine Punkte. Ja. Kümmern wir uns da drum. Achso, die Kanonen, ja, ich lasse mir die Kanonen mal drehen. So. Was haben wir da? Eine Omaha. Feuer. Schade. Ja, da kommt das nächste. Torpedos haben wir Reichweite 6 Kilometer. Sind wir gleich da. Ich weiß nicht, was die andere Gneisenau macht. Ich hoffe, nicht in mein Schussfeld fahren. 4,5 Sekunden. Dann haben wir nächstes Feuer frei. Jetzt aber. Volltreffer, komm. Ja, Brand gesteckt. Aber ich bin nicht glücklich. Brennt aber gut vor sich hin. Sekundärbatterie haben wir bei 3,5. Kommt nicht zum Einsatz. Gut, wir drehen zur Seite. Und holen uns die Dallas. Dallas ist vernichtet. Nice. Wir drehen. Verbinden uns jetzt mit den anderen Kreuzern quasi. Im Verband würde ich sagen. Und dann fahren wir zurück. Wir müssen nämlich da auf die Schlachtschiffe. Wer ist denn Mars? Auf Unterstützung. Was ist denn ein Mars? Torpedos 8 aus. Kenne ich gar nicht. Und was macht der? Will er sterben? Das Leben ist so schön, um sich in den Tod zu schmeißen. So, Indianapolis. Ich hoffe, ich schätze das richtig ein. Komm, Indianapolis, du willst es doch auch, du willst es doch auch. Kommen Sie zurück. Wo meint er denn? Scharnhorst, wo ist der denn? Ja, hi, das bin ich.
Captain Heinrich hier, Landratten. Nimm das, du Wyoming. Schade, brennt nicht. Ich liebe es, wenn sie abfackeln. Wer ist denn das da hinten überhaupt? Lincoln Eisenhower, okay. Dreht er sich? Ich sehe es nicht. Ey! Sackratze. Entschuldigung. Ah, nicht getroffen. Verdammte Axt. Dann krieg ich den nächsten. Mäßiger Schaden. 14 Sekunden wieder warten. Verdammt. Das Schiff stört mich dermaßen. Nimm das, Indianapolis. Oh, schon wieder zu kurz? Ich dreh ab. Endlich. Endlich mal was Gutes. Ja, fantastisch. So, warte, stopp. Nicht so schnell, mein Freund. Nicht so schnell. Stopp die Maschinen. Oh, ich will nochmal auf den schießen. Auf die Wein. Oh, nee. Haben wir überhaupt was an? Ich glaube nicht. Naja, aber Wyoming ist Geschichte. Da haben wir da gleich das nächste Ziel. Nicht so schüchtern. Komm raus, komm raus. Komm. Ich habe hier eine schöne Ladung für dich. Schöne Ladung. Was bist du überhaupt? Phoenix. Nein, verdammt. Ja, ich habe zu spät gesehen, dass er sich gedreht hat. Ja, ich drehe. Ich drehe bei, ja. Fuck, da kommt schon das nächste. Und wir brennen. Kannst du mal aufhören zu brennen? Ja, mach ich. Machen wir Rückwärtsgang. Rückwärtsgang. Ich will mich wieder weiter heilen. Warum machen wir das nicht erstmal dran löschen? Ja, das habe ich mir gedacht. Fahr bitte so, dass ich gleich wieder rein kann. Es ist immer so. Die anderen Mitspieler fahren mich genau so rein, dass man nämlich nicht mehr parken kann. Und alle nochmal gratis Heilung, bevor es richtig losgeht. So, auf der Map, auf der rechts Map seht ihr ja klar, sie. Ah, da kommt was. Das, die Flugzeuge soeben. Ach, scheiße. Boah, trifft noch. So, jetzt repariert man da ratzefatz. Los! Reparieren! Alle Mann auf Deck! Hopp! Das dauert ja. Ach, die Helena. Hallo, Helena.
Helena kriegt ganz schön was rein. Napolis gehe ich mal wieder reparieren. So lange schluck ich das Feuer erstmal. Gut, der brennt erstmal schön weiter. Überraschungseier aus, die gleich auf uns runterkommen. Ja. Los, holst du runter, holst du runter! Schade. Haben zu viel Fahrt aufgenommen. Gut, er ist weg. Und wir sind hier alleine. Das gefällt mir gar nicht. Achtung, wir fangen gegnerische Kommunikationen ab. Eine Gruppe gegnerischer Zerstörer wurde entsandt, unsere Reparaturbasis zu stören. Lassen Sie nicht zu, dass Sie die Reparaturbasis erobern. Ich überlege gerade, wie wir jetzt fahren. Ach komm, wir helfen den Kollegen. Schützen Sie mindestens 3 Forts, Flugzeugträger, Raptor. Weil wir den Raptor nicht zerstören, dann haben wir nicht die volle Mission geschafft. Wir müssen die Scharnhorst beschützen. Oh, ein Zerstörer hat es dahin gerafft. Super. Eine Mayhem weniger. Treffen wir? Nee. Schade. Alle Stationen, melde Position eines strategischen. Vielleicht will die Scharnhorst auch den Flugzeugträger jagen. Soll die das machen? Dann unterstützen wir hier unsere Kollegen. Na komm. Komm. Ich will mal wissen, was von Star Wars mit dem Todesstern. Voll daneben. Voll daneben. Ah, ich drehe bei. Scharnhorst kriegt ganz schön Feuer. Da ist der Flugzeugträger. Brennt zumindest. Aber wir brauchen mehr Schaden. Ach.
Warum ist die Scharnhorst abgedreht? Hol sie dir. Ah, die fliegt ja hinter Deckung. Das ist... Fährt hinter Deckung, meine ich. Kriegen wir nicht. Und fehlgeschlagen. Ein Fort ist zerstört. Scheiße. Ja, fuck. Das wird nix. Das war's. Nein, da haben wir keine Chance. Oh, ich die ganze Zeit die Feststelltaste gedrückt. Was passiert? Hab doch vorhin auf den Zerstörer geschossen. Wir dürfen nicht in den Hafen. Ab in den Nahkampf. Scharnhorst, kümmere dich drum. Gut, das war das Geräusch, was ich hören wollte. Wir brennen jetzt. Es ist jetzt nicht anders möglich. Da, bitte auf den da. Rede ich weiter. Nein, nein, nein. Was habe ich gemacht? Nein. Ah. Ich will nicht. Geh weg. Scheiße. Zerstört den fucking Flugzeugträger. Na, scheiße. Ich wollte gerade noch mal drehen, um den noch mal eine Salve Torpedos in den Arsch zu rammen. Hat aber nicht geklappt. Alabama hat mich gef... Naja. Ich wollte eigentlich mal weniger fluchen. So, ich hoffe, die anderen Schiffe, die noch da sind, holen sich den anderen und ihr holt euch jetzt die Ranger. 15 Sekunden. 15 Sekunden. Na, wir haben eh, wir kriegen eh nicht alles. Scheiße, ey. Also, dass man den Flugzeugträger noch kriegt, das hat man... Ich glaube, da hat man eigentlich nur eine Chance, wenn sich einer dauerhaft schon mal von der Gruppe trennt. Oder zwei. Oder wenn man einen Flugzeugträger dabei hat. Nur 3 Sterne. Ah. Schade. Schade. Hat Spaß gemacht. Ich mag das Szenario. Es ist aber nicht so leicht, wie man das gerne hätte, ne? Ich weiß nicht, diese Raptor, der fährt immer hinter dem Hügel. Ich weiß nicht, wie man den sonst anders ausschalten soll. Da hat man keine Chance. Oh, mein Kaffee. Scheiße. Naja. Gut, was will man machen? Was will man machen? So, ja, das war's dann von mir aus erstmal. Ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Lasst ein Abo oder ein Like da und dann viel Spaß noch, ne? Ciao!